Have you ever felt? Are you listening? Eine der manchmal wichtigsten Fragen, die wir Menschen uns immer wieder mal im Laufe unseres Lebens stellen, ist die Frage nach dem Warum. Warum, wozu, weshalb? Die Frage nach dem Sinn. Wenn alles oder das meiste in unserem Leben gut läuft, wenn wir glücklich und zufrieden sind, kommen wir meist nicht auf die Idee, uns nach dem Sinn zu fragen. Es läuft alles so super, ich bin so happy. Welchen Sinn macht das eigentlich? Es kommt in solchen Situationen zum Glück niemand auf die Idee, sich nach dem Sinn positiver Zustände zu fragen. Zumindest nicht im Normalfall und im Großen und Ganzen der Menschheit gesehen. Hühner fragen sich wahrscheinlich auch nicht nach dem Sinn ihres Tuns. Zumindest hat das noch niemand wissenschaftlich nachweisen können. Obwohl sie manchmal wirken, als würden sie grübeln. Was man festgestellt hat, ist, dass sie ein rudimentäres Gefühl für Zukunft und Vergangenheit haben und in schlechten Zeiten ausdauernd auf bessere Zeiten hoffen. Hunde hingegen sind von Natur aus, so scheint es, immer wieder und bei jedem Hund, egal von welcher Rasse er abstammen mag, kann man es tagtäglich beobachten. Hunde scheinen von Natur aus glückliche Buddhisten zu sein. Sie sind in jedem Augenblick stets im Hier und Jetzt. Sie freuen sich jeden Augenblick über das Hier und Jetzt und genießen ihn in vollen Zügen. Wenn man einen Hund beobachtet, kann man viel von ihm lernen. Gassi gehen? Au ja, super! Und er freut sich. Zu Hause bleiben? Auch okay, toll! Dann mache ich halt heute Couching, Garten und Relaxing. Im Garten spielen statt beim Gassi gehen? Klasse! Schon wieder im selben Wald spazieren gehen? Herrlich! Wald, Wald ist herrlich! Er ist meist mit allem einverstanden. Hauptsache, er ist in unserer Nähe. Wir Menschen tendieren ja eher dazu, ab und an zu sagen, schon wieder dieser Wald. Ich will lieber eine andere Strecke gehen. Gassi gehen, ach nee, hab heute keine Lust. Zu Hause bleiben, wie langweilig. Am allerschlimmsten aber ist es, wenn wir erst einmal damit beginnen, uns zu fragen nach dem Sinn. Denn wenn wir uns fragen, welchen Sinn dies oder jenes macht, wird ganz schnell klar, dass es keinen Sinn macht im Grunde und eigentlich nicht wirklich wichtig ist. Denn wichtig sind nur ganz wenige essentielle Dinge. Es ist wichtig, gesund zu sein. Es ist wichtig, finanziell so weit abgesichert zu sein, dass die eigene Existenz nicht bedroht ist. Und es ist sehr wichtig, wenn diese beiden Punkte erfüllt sind, dafür dankbar zu sein, weil Dankbarkeit uns bewusst werden lässt, dass das nicht selbstverständlich ist und führt uns ganz klar vor Augen, was wir haben und nicht, was wir nicht haben. Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Zufriedenheit und zum Glücklichsein. Die Frage nach dem Sinn bringt uns eigentlich nur dann weiter, wenn wir uns fragen, warum wir uns gerade nach dem Sinn fragen. Aus welchem Grund? Was steckt dahinter? Ist eine Unzufriedenheit der Grund? In welchem Bereich ist man unzufrieden? Wenn man das herausgefunden hat, dann war es doch ganz hilfreich,
uns nach dem Sinn zu fragen, denn dann weiß man, wo der Schuh drückt und kann sich an die Lösung machen. Meist gibt es nämlich kaum ein Problem, das man nicht lösen kann. Das Schwierige, das in uns Menschen steckt, ist das Wollen. Wir wollen immer besser, immer höher, immer weiter. Das wollen Hühner, wenn man sie so beobachtet, nicht. Und bei meinem Hund habe ich das auch noch nie beobachtet. Das Wollen ist manchmal gut, es bringt uns weiter. Das wiederum kann uns Zufriedenheit verschaffen, uns glücklich machen oder gar euphorisch. Aber das Wollen hat zwei Seiten. Es ist ein zweischneidiges Schwert und man muss damit manchmal gut aufpassen. Denn im selben Maße, wie das Wollen uns glücklich machen kann, kann es uns unglücklich machen und lähmen, wenn wir noch mehr wollen, wenn wir nicht merken, dass wir uns vor lauter Wollen längst in einem Hamsterrad drehen und nicht mehr frei sind und nicht mehr genug Freiraum da ist. Das ist der Punkt, an dem man versuchen muss, aus dem Rad rauszuhüpfen, langsamer werden und zum Gehen übergehen, ganz genau so, wie der Hamster das macht. In diesem Punkt macht er uns vor, wie das geht. Er ist ein guter Lehrer. Er wird langsamer, hüpft aus dem Rad und geht in seine Höhle. Er döst, er träumt, er erholt sich und sammelt Kraft, bis er mal wieder so viel davon hat, dass er mal wieder laufen will und auch mal rennen, je nachdem, ob ihn das glücklich macht. Wir Menschen vergessen phasenweise, dass dies wirklich großen Sinn macht, glücklich zu sein. Und glücklich sein ist meist ein Resultat unserer eigenen Einstellung dazu. Und was wir dafür tun, es liegt in unserer Hand und ist eines der wertvollsten und wichtigsten Entscheidungen, die wir dazu treffen. Die wir dazu treffen können. Ob sich ein Huhn dazu entscheiden kann oder ein Hund? Wir jedenfalls können es. Wir können uns bewusst machen, dass es wichtiger ist, frei und glücklich zu sein, als immer mehr zu wollen. Und wir müssen uns immer wieder mal in bestimmten Phasen unseres Lebens daran erinnern, das zu wollen. Das war aus aktuellem Anlass mal ein bisschen philosophischeres Video, ein bisschen was zum Nachdenken. Es kommen natürlich wieder andere Videos. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl es ein bisschen ernster war. Und das war's für heute. Ich sage ciao, fiatti, servus, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Don't stop.
don't